Ja, hallo Freunde des guten Geschmacks, wir machen natürlich heute kein ASMR-Video, keine Sorge. Ich dachte mir, das passt doch für den Film. Es ist ein bisschen Psycho-Spielchen, die ich am Anfang mit euch treibe. Und wir gucken uns jetzt heute das Psycho-Steelbook an. Und zwar ist das das 16th Anniversary Limited Steelbook. Und ja, also auf den ersten Blick, schönes Ding. Und ich bin, ihr wisst, ich habe mit Steelbooks eine kleine Vorgeschichte. In der letzten Zeit gab es viel, viel, viel Blödsinn, der bei mir angekommen ist, denn irgendwie war alles kaputt. Und ich bin natürlich jetzt doppelt gespannt. Zum einen, ob ich hier ein heiles Exemplar erwischt habe und zum anderen, wie das Teil denn auch sonst von innen und außen so aussieht. Und vorweg, ihr habt es eben schon gesehen, es gibt zwei Exemplare, denn tatsächlich verlose ich eins dieser 4K-Steelbooks für euch. Ihr könnt das gewinnen. Haltet das Video durch, am Ende werde ich das erzählen. Also jetzt geht es hier tatsächlich erstmal um das Steelbook. Der erste Eindruck ist voll in Ordnung. Es kam hier mackenfrei an. Und wichtig ist natürlich, oder spannend ist natürlich, wie sieht es unter der J-Card aus. Aber es soll jetzt heute nicht primär um kaputte Steelbooks gehen, sondern erstmal um den Film und um die Veröffentlichung. Und ich würde sagen, dafür machen wir das Ding erstmal auf. So, als erstes haben wir die J-Card abgemacht. Die gucken wir uns mal ein bisschen genauer an und dann gucken wir uns das Steelbook an. Also, wir haben hier den Film erstmals in 4K inklusive der ungeschnittenen Kino-Originalversion. Und das ist natürlich eine sehr schöne Sache. Und es gibt zwei Fassungen drauf. Also einmal die Kinoversion, das ist die von 1960. Und die zensierte Alternativfassung, die halt lange für TV-Ausstrahlung und so weiter genutzt wurden. Also das heißt, wir bekommen beide Fassungen. Also beide Fassungen klingt so, als hätte man beide gesehen. Aber es gibt immer Leute, die haben die eine Fassung gesehen. Da gibt es Leute, die haben die andere Fassung gesehen. Und am Ende des Tages wird sich häufig darum gestritten, ey, warum ist nicht die Fassung drauf? Warum ist nicht diese drauf? Und das finde ich tatsächlich eine ganz schöne Sache, dass halt hier alles drauf ist, sodass man am Ende des Tages auf jeden Fall die Fassung gucken kann, mit der man groß geworden ist. Dann gibt es das Making-of, der Sound von Psycho im Schatten des Meisters. Also hier noch ein kleines Special. Wie ihr seht, es gibt echt viel die Duschszene mit und ohne Musik, Filmkommentare und noch mehr Bonusmaterial. Also hier ist wirklich einiges drauf. Dann die Laufzeit. Beide Fassungen gehen ungefähr 109 Minuten. Und ja, das sind erstmal so alle technischen und inhaltlichen relevanten Infos. Wie gesagt, eine J-Card, die drumherum festgeklebt wurde, finde ich ganz schön immer so von der Lösung, vor allem eben mit dem Tesa-Klebestreifen so. Es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Klebepunkte darunter, und die machen häufig das Steelbook, finde ich persönlich, so ein bisschen fettig an der Stelle oder dellen es ein, je nachdem, was da drauf ist. Und das ist ganz schön, das hat man jetzt gut abkriegen können. Und so sieht das Steelbook aus, und jetzt gucken wir mal gemeinsam, also hier, man sieht hier meine, leider meine zwei, drei Fingerabdrücke, aber sonst, was ist hier? Ja, das sind so Staub. Aber sonst mackenfrei, wie es aussieht. Hey Leute, das ist ja ein Jubiläum. Sehr schön, ja, das freut mich natürlich. Also das Universal Steelbook kommt bei mir fehlerfrei an, keine sichtbaren Macken. Es ist nichts lose. Und ja, also jetzt erstmal ein Blick hier auf die Verpackung. Also wir haben von außen das Messer mit dem typischen Schreigesicht unter der Dusche. Den Schriftzug sonst sehr schwarz. Und auch hinten drauf nochmal eben das Haus mit dem Messer. Universal Logo. Und am Spine haben wir hier den Psycho-Schriftzug und ein Universal Logo. Also alles in allem ein sehr schönes, schlichtes, aber doch sehr schönes Steelbook. Hat jetzt, wie gesagt, man sieht die Fingerabdrücke extrem brutal gerade drauf, aber sonst hat man hier leider, das ist also leider, auf kleine Details verzichtet. Also man hätte ja jetzt hier noch irgendwie mit Hochglanz was arbeiten können. Dadurch, dass das aber wieder dieses besondere Stilmetall quasi ist, sieht es so ein bisschen so aus, als würde dann ja manche Sachen so ein bisschen herauskommen. Aber es passt tatsächlich zu dem schlichten Steelbook. Also ich finde es jetzt wirklich, ich finde es schön. Ich finde das wirklich schön. Geöffnet. Ah. Okay, also wir haben hier ein Bild hinter dem Trays, schwarz-weiß, also passend zum Film so ein bisschen. Hier haben wir die Disc 1 und hier dann eben die Blu-ray-Disc. Ein schwarz-weiß Bild hinter den Trays, Doppeldisc-Unterbringung auch auf jeden Fall gut gelöst, nicht übereinander gestapelt, sondern schön untereinander, kriegt man gut rein und gut raus. Und alles in allem also wirklich ein schönes Teil, vor allem für Leute, die ja den Film eben noch nicht in der Sammlung haben. Und da komme ich jetzt zum Beispiel wieder für mich persönlich. Ich habe den Film gehabt. Ich hatte mal das Steelbook vor Jahren besessen, aber habe es weggegeben und habe mir dann nie wieder Psycho in die Sammlung geholt. Und da freue ich mich natürlich jetzt doppelt drauf, dass ich jetzt hier den Film eben in 4K habe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht,
wie so alte Filme dann immer in 4K wirken. Bei manchen sieht das dann echt gut aus, andere wirken so ein bisschen Panne dadurch. Es gibt Vor- und Nachteile, ne? Aber ich bin hier relativ optimistisch tatsächlich, gerade weil ich bei dem Film finde, das ist jetzt kein krasser Effektfilm, der auf diese dreckige Atmosphäre setzt oder aber auch auf Special Effects, die er vertuschen will. So, bei dem Film kann ich mir durchaus vorstellen, dass es echt gut aussieht und ich werde mir das auf jeden Fall demnächst nochmal angucken. Und wenn ich es gesehen habe, werdet ihr natürlich dazu was erfahren. Ihr könnt euch aber auch gerne selber ein Bild machen. Also, ich habe jetzt hier alles Wichtige dazu gesagt. Das Steelbook ist, wie gesagt, mit beiden Schnittfassungen drauf, ist das 60-jährige Jubiläumsding, ist ungekürzt, hat bei mir keine Macken, ist ein schönes, mattes Steelbook und auch am Spine, es passt alles von vorne und hinten. Und wenn ihr sagt, ja, das hört sich doch gut an, das möchte ich gerne haben, dann, wie gesagt, ist hier jetzt die Möglichkeit für euch, dass ihr mitmachen könnt. Dieses Steelbook könnt ihr gewinnen. Schreibt einfach nur in die Kommentare, ob ihr Psycho schon mal gesehen habt, wann ihr den gesehen habt oder ob ihr den jetzt sehen wollt und natürlich dann, dass ihr gerne mitmachen wollt. 12 Jahre müsstet ihr alt sein, aber ich glaube, das sind eigentlich 99,9% alle von euch. Und wie lange das Gewinnspiel geht, wie das mit dem Porto und so weiter aussieht, das steht in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne mal, wie ihr den Film findet. Ob ihr der Meinung seid, dass man bei solchen alten Filmen eine 4K überhaupt rausbringen soll. Es gibt ja wirklich viele, ich lese das immer wieder, die sagen, ey, eine 4K lohnt sich überhaupt nicht. Ich bin da wirklich über eure Meinung gespannt, weil ich persönlich, ich liebe es, Filme in 4K zu gucken und freue mich immer wieder auch, wenn alte Filme dann dementsprechend rauskommen und habe bis auf ein, zwei eigentlich nie negative Erfahrungen damit gemacht. Dementsprechend freue ich mich und ihr dürft mir das gerne schreiben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.